Ja, servus, hallo zu einer neuen Folge aus der Sudküche. Gestern habe ich ja das Video, also das vorige Video war ja von gestern, wie ich mit meiner Frau unterwegs war, das Auto holte, 30 Stunden unterwegs. Das da ist jetzt, mir in Heidemo die Federer ausgebaut, die Felge drauf gemacht, den Motor zusammengebaut, die Kupplung ingebaut. Noch gemacht. Ja, das ganze Lädzeug wieder zusammengebaut, was im Innenraum auseinandergebaut war. Und ja, laufe du da, funktioniere du da. Ummache kann ich ihn jetzt nicht, weil um 21:15 hat ja schon der Nachbar gemeint, hat 8 Uhr wäre Schluss, das muss nicht sein oder sonst irgendwas. Also wieder das Übliche, aber mir ignoriert das einfach. So, im Hintergrund sehen wir es. Mit der Lackierung habe ich was Geiles vor. Mit dem ganzen Auto eigentlich. Mit dem ganzen Auto habe ich was Geiles vor. So, meistens beim Bauer kommen ja meine Ideen. Und jetzt halt ist so die Idee kommen. Das erste Mal, der Lack bleibt komplett. Der wird nicht neu lackiert. Der wird auch nicht komplett restauriert. Und nee. Aber wenn ich heute schon 1000 Nachrichten gekriegt habe, mach ne so, so sieht er am besten aus. Oder mag Sinn. Aber so sieht jeder Ascona aus. Egal welcher Ascona es gibt, der ist restauriert, der ist alles verchromt oder sonst irgendwas, alles tipptopp. Habe ich keinen Bock drauf. Ich will eine Hand, so wie er damals war, so wie ich ihn kenne, damals, wo ich gesagt habe, das da muss mein Auto sein, von, ja, vor 30 Jahren. 25, 30 Jahren, genau so. Das heißt, der ist weder restauriert, noch Hochglanz, noch Chrom oder sonst was dran. Er sieht gut aus, funktioniert und fertig. Das heißt, der Lack bleibt komplett drauf, dort wo Rost ist. Ich meine, das ist jetzt zum Glück alles außenrum ends. Ne? So sieht man jetzt nicht viel, aber da komme ich morgen im Heller dazu. Der Rost, der wird weggemacht, dann wird dort, wo der Rost gemacht ist, wird geflickt und so gut wie es geht, neu lackiert. Wir gucken, dass wir den gleichen Farbton kriegen im Rot. Der Rest vom Auto bleibt, der wird nicht neu lackiert. Der wird nur, so wie ich beim Jubik gesagt habe, erhalten. Die Butterbleche, die Längsdreher und so weiter, wird alles neu gemacht. Ich hoffe, man versteht mich. Man muss es nochmal machen, nochmal lauter. Ja. Ich nehme das Handy, laufe mal ganz kurz drumherum. Und ja, das war's dann auch für heute. Das ist nur ein kurzes Video, wie es jetzt aussieht. Ja. Mach dann die Türe auf, mach mal die Haube auf und so weiter, gucken wir mal rein, weil im Motorraum A, die Beifahrerseite komplett aufpoliert, sauber und die Fahrerseite, die bleibt genauso wie ich ne geworden. Genauso. Wird zwar geputzt, aber nicht immer mit der Best oder so. Das ganze Moos, alles bleibt drauf, die komplette Patina bleibt auf der Fahrerseite drauf, Scheibe und so weiter, Lampe wird geputzt. Felge natürlich auch, weil die müssen ja glänzen. Jetzt sind sie nicht geputzt, weil es muss ja zu der Patina passen. Drüber auf der Fahrerseite, aber das bleibt so. Und Beifahrerseite wird komplett poliert. Keine Ahnung warum. Ich hatte halt ein neues da am Eck angefangen da hinten. Und jetzt ist es halt die Beifahrerseite. Aber die Idee mit dem, wie hast du gesagt, Two-Face, gell? Mit dem Two-Face-Lackierung, was ja ganz viele jetzt machen, ich mache jetzt Two-Face-Patina. Genau, Two-Face-Patina. Mal gucken, ob denn Trend irgendjemand mitmacht, ob jemand die Eier hat, sowas zu machen. Aber ist kein Problem. Ich nehme die Kamera, ich gehe mir immer drum herum, zeige euch das. Und ich sage jetzt schon mal, wenn es euch gefallen hat, es teile, like, abonniere nicht vergesse und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, jetzt kommt Atlanta Porn mit geiler Musik. Walk like I built this town. Step so light, I barely touch the ground. Everybody wants to know how. Brick by brick, I put them in the ground. Walk like I built, walk like I built this. I do it for my people, family business. And everybody wants to know how. Take a good look, you are now witness. This is what I live for.
build this dream.